Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Tutorials. Heute geht es um die bedingte Anweisung mit if, mit der wir in der vorletzten Folge schon mal begonnen haben, und heute werden wir die Aufgabe noch erweitern um das else-Statement. Wir gehen mal direkt in die Entwicklungsumgebung und schauen uns das mal an. Aufgabe war es, wie beim vorletzten Mal, auszugeben, ob der Wert des Port 1 größer oder kleiner des Werts im Port 2 ist. Wir können das vergleichen, indem wir sagen, if P1 größer als P2, und dann geben wir hier die Anweisung an, die er dort machen soll, und zwar das printf, und dann schreiben wir P1 ist größer als P2. Nochmal einen Zeilenumbruch, und das wäre dann schon die Anweisung. Die Klammer müssen wir wieder schließen. So. Ansonsten soll er schreiben, dass der Wert kleiner ist als P2. Das heißt, wir könnten schreiben else, und dann Klammer auf, printf, P1 ist kleiner als P2. Auch wieder eine Leerzeile. Klammer zu und Semikolon. Machen wir die Klammer zu. So. Schauen wir uns das mal an. Wenn P1 größer als P2 ist, dann gibt er aus, P1 ist größer als P2. Ansonsten gibt er aus, P1 ist kleiner als P2. Kompilieren wir das Ganze mal. Scheint zu funktionieren. Laden das Ganze mal auf den Emulator. Und führen das Ganze mal aus. So, machen wir P1 mal kleiner. Dann schreibt er aus, P1 ist kleiner als P2. Wenn P2 noch kleiner machen, dann schreibt er, P1 ist größer als P2. Wenn die Werte aber gleich sind, dann gibt er aus, P1 ist kleiner als P2. Und das ist so noch nicht richtig. Das heißt, wir müssen den Fall auch nochmal abfragen. Deswegen stoppe ich das Programm nochmal, gehe nochmal rein in meinen C-Code und muss dann letztendlich mein Programm nochmal erweitern. Und das kann ich beispielsweise machen, indem ich sage else if, und da schreibe ich rein, P1 ist kleiner als P2. Nur dann soll ich ausschreiben, P1 ist kleiner als P2. Und wenn keins von beiden der Fall ist, also ansonsten else, Klammer auf, und dann soll er ausgeben, printf, P1 ist gleich P2. Und wieder eine Leerzeile dazu und die Klammer wieder zugemacht. So, jetzt gibt er es, oder soll es gleich richtig ausgeben. Wenn P1 größer als P2 ist, gibt er das auch entsprechend aus. Wenn P1 kleiner als P2 ist, gibt er aus, P1 ist kleiner als P2. Und ansonsten bleibt im Prinzip nur noch die Möglichkeit, dass P1 gleich P2 ist. Wir kompilieren das Ganze mal. Funktioniert. Das heißt, wir schicken das mal auf den Emulator. Und starten das ganze Programm mal. Er gibt aus, P1 ist gleich P2. Jetzt machen wir den Wert in Port 1 mal kleiner. Dann gibt er aus, P1 ist kleiner als P2. So sind die Werte wieder gleich. P1 ist gleich P2, und jetzt machen wir Port 2 mal kleiner. P1 ist größer als P2. Gut, er macht also genau das, was er machen soll.